Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 43, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Aktuelle Stunde. Regierung Bouffier erklärt die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie faktisch für gescheitert. Klimaschutzplan führt zur Klimaplanwirtschaft und verschlechtert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dramatisch. 1935/86 beginnt der Aktionsvorsitzende der FDP, Kollege Florian Rentsch. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bundesrepublik Deutschland freut sich zurzeit über Rekordsteuereinnahmen. Die öffentlichen Kassen sind so voll wie noch nie. Trotzdem sehen Experten, nicht nur hier in der Debatte gestern im Landtag, Kollege Schäfer-Gümbel hat darauf hingewiesen, auch andere, ein bisschen mit Sorge auf das, was wir für so gut halten, nämlich die tolle Konjunktur, die mit 1,7 Prozentpunkten natürlich aufgrund des niedrigen Ölpreises, der niedrigen Zinsen, des für Deutschland und Europa sehr günstigen Tauschverhältnisses Euro zu den anderen Währungen natürlich auch eine extreme Nachfrage produziert. Und wenn wir ehrlich sind, der Staat macht zurzeit nichts, um wirklich zu konsolidieren. Die niedrigen Zinsen ersetzen ein ernsthaftes Einspar- und Konsolidierungsprogramm, meine Damen und Herren. Wenn der Internationale Währungsfonds der Bundesrepublik Deutschland ins Stammbuch schreibt vor zwei Wochen, dass Deutschland eigentlich eine neue Agenda 2010, eine Agenda 2030 bräuchte, dass wir dringend, nachdem wir Lehrmeister in Europa gewesen sind, so schreibt der IWF, für Reformen mal wieder darüber nachdenken sollten, was dieses Land für Reformen braucht, und dass man dringend dafür sorgen sollte, dass die Lohnstückkosten in Deutschland nicht weiter steigen, weil damit in Deutschland Arbeitsplätze vernichtet werden, meine Damen und Herren, und damit Wohlstand. Der sollte eigentlich dringend darüber nachdenken, was können wir tun auf jeder politischen Ebene, damit wir Wirtschaftswachstum stimulieren und nicht abwürgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Achtung, Überraschung, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist sowohl in Berlin der Fall, und das Gegenteil ist auch in Hessen der Fall. Wer sich anschaut, mit welcher Wünscht-dir-was-Veranstaltung sich vor allen Dingen Umweltverbände und auch, ich sage das offen, Frau Ministerin Hinz, Sie haben ja ein paar Feigenblätter eingebaut in die Frage der Erarbeitung des Klimaschutzplans mit Wirtschaftsverbänden, die mir gar nicht so einen glücklichen Eindruck machen bei der Frage, wie Sie sich beteiligt fühlen, wenn man mit denen redet. Da muss man definitiv feststellen. Nein, ach, Frau Kollegin Dorn, auf diesen Zwischenruf habe ich gewartet. Wir hatten ja eine. Ah, das passt gut. Waren Sie mal da? Also, wir haben ja versucht festzustellen, wie wir eingeladen worden sind. Und die Frau Ministerin hat in einer umfassenden Beweisführung nachgewiesen, dass es in einer Mail an alle auch ein Kürzel gab, auch die Fraktionen sind eingeladen. Da hat sie sehr viel Mühe gegeben, mit ihrem M-Büro zu sagen, nein, wir sind ja transparent, Grüne wollen Beteiligung, meistens nur von denen, die sozusagen die eigene Meinung bestätigen. Und jetzt stellen wir fest, jetzt gibt es wieder, Frau Kollegin Dorn, und jetzt bin ich mal gespannt, was Sie da gleich zu sagen werden, eine neue Einladung zur Lenkungsrunde Klimaschutzaktionsplan. Ich habe mir das einmal von Verbänden zeigen lassen und habe festgestellt, jetzt habe ich mal alle unsere Server kontrolliert, wir sind da gar nicht dabei. Auch in der nächsten Runde sind wir nicht dabei. Nein, wir sind natürlich deshalb nicht dabei, Frau Hinz, weil wir uns am Anfang nicht angemeldet haben und jetzt nicht mehr dazukommen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also bei aller Liebe, ein so billiger politischer Trick, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein so billiger politischer Trick. Sie wollen nicht mit Leuten diskutieren, die eine andere Meinung haben, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Und deshalb kommen wir mal zum Kern der Debatte, Frau Ministerin. Jetzt kommen wir mal zum Kern der Debatte. Es ist ja schon abenteuerlich, dass nicht nur das Land Hessen sich sozusagen nicht Gedanken darüber macht, was wir machen können, um Wirtschaftswachstum zu stimulieren, sondern der Wirtschaftsminister in der Wirtschaftsministerkonferenz als einziges Land der Bundesrepublik Deutschland bei einer Resolution der Bundesländer gegen den Klimaschutzaktionsplan auf Bundesebene sozusagen dagegen stimmt und 15 andere Länder, auch sozialdemokratische Wirtschaftsminister, wenigstens dem Bund ins Stammbuch schreiben nach dem Motto, macht dort keinen Unsinn, Freunde. Da gibt es eine Regelung, die mich wundert, dass der hessische Wirtschaftsminister das nicht mittragen könnte. Da wurde nämlich vereinbart, alle Maßnahmen, die einseitige Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft haben, sind zu vermeiden. Das Land Hessen ist nicht dieser Auffassung, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder was ist jetzt Ihre Position? Also, es ist schon abenteuerlich, wie sich das Land Hessen aufstellt, aber auch im Land selbst. Und Kollege Arnold, da möchte ich Sie ein bisschen in die Verantwortung als profunden Wirtschaftspolitiker nehmen, würden wir uns mehr wünschen. Ich will Ihnen das offen sagen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich kenne den Kollegen Arnold von früher. Wir haben früher vieles Richtige zusammen gemacht. In den letzten Jahren erlebe ich den Walter Arnold
deutlich defensiver. Das mag an der neuen Konstellation liegen. Aber ich will Ihnen wirklich sagen, Kollege Arnold, wenn wir in Hessen zu Regelungen kommen auf Landesebene, dass wir neben der Frage der sozusagen Eindämmung des Verkehrs, der Vorbildrolle für vegetarische Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung, der Eindämmung sozusagen aller Industriemaßnahmen in Hessen. Kann ich Ihnen einmal vorlesen, was in diesem Klimaschutzaktionsplan in den Entwürfen drinsteht? Ich will Ihnen nur ein paar Passagen vorlesen, damit Sie einmal ein Gefühl dafür haben, sozusagen, wo das hingeht. Neben dem Ernährungsführerschein in Grundschulen, der Frage der obligatorischen vegetarischen Verpflichtung, der Frage, dass Bildungseinrichtungen umgebaut werden müssen, damit dort ein frühester Stelle, das steht alles dort drin, Herr Kollege Boddenberg. Sie sollten in die Arbeitsgruppe gehen. Wir sind ja nicht eingeladen. Sie sollten dort reingehen. Gehen Sie dort rein. Gehen Sie dort rein. Schauen Sie sich an, was dort diskutiert wird. Es ist, meine Damen und Herren, abenteuerlich. Und es geht auch, Herr Kollege Walter Arnold, konkret um Wirtschaftspolitik. Es geht um die Frage, dass Verkehrsstrukturen verändert werden sollen, neben der Frage von Eindämmung von CO2, von Individualverkehr, von der Frage von Lastverkehr, von der Ausweitung von Industrieflächen. All das soll dort geregelt werden. Und auf Bundesebene ist es wenigstens so, dass Michael Fuchs die Größe hat, zu sagen, das ist mit einer CDU auf Bundesebene nicht zu machen. Wo ist die CDU Hessen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser Debatte? Herr Kollege Rentsch, Sie müssen zum Schluss kommen. Die 5 Minuten sind kurz. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Gehen Sie davon aus, Frau Ministerin, wir hoffen, dass in dieser CDU auch noch ein marktwirtschaftlicher Kern vorhanden ist, der Ihnen diesen Unsinn nicht durchgehen lässt. Und hören Sie auf, mit diesen Tricks nur Leute einzuladen, die Ihnen das erzählen, was Sie hören wollen, meine Damen und Herren. Es ist ein Unding, was hier parlamentarisch passiert. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat die Frau Abg. Dorn. BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ja bei der Fraktion der FDP eine Art Dauerschleife. Vorher war es die Windkraft, jetzt haben wir den Klimaschutzplan. Vor 2 Monaten hatten wir schon das gleiche Thema. Und das Grundprinzip ist gleich, Herr Rentsch. Sie schwören durch die Energiewende herauf, dass die Wirtschaft untergeht in Hessen und dass die freie Gesellschaft gegängelt wird. Letztes Mal haben Sie den Titel genannt Schwarz-grüner Umerziehungsstaat, heute Planwirtschaft aller DDR. Ich habe mir gedacht, ich mache Ihnen mal weitere Vorschläge für die nächsten Aktuellen Stunden. Vielleicht haben das Plenum hier ja noch weitere Ideen. Wie wäre es denn mit Hessens Regierung macht ernst mit dem Klimaschutzplan, müssen wir bald alle für Stromschlange stehen? Oder wie wäre es mit alles wird verboten, stoppt den schwarz-grünen Klimaschutzplan, nur mit der FDP in Hessen gibt es hier noch Bananen. Geht es noch eine Nummer kleiner, liebe Kollegen der FDP? Ihnen geht es doch nur noch um Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und, lieber Herr Rentsch, wenn es Ihnen um die Wirtschaft gehen würde, wenn es, lieber Herr Kollege Rentsch, dann würden Sie sich einmal informieren, wie der Klimaschutzplan wirklich entsteht. Wir haben nämlich noch lange gar keinen fertigen Plan. Wir haben Vorschläge. Die Vorschläge, Herr Rentsch, wurden gemacht von einem Fachgremium. Diese Vorschläge, Herr Kollege Rentsch, werden nun ganz breit miteinander diskutiert. Von den kommunalen Spitzenverbänden, von der Wirtschaft, von Umweltverbänden, von gesellschaftlichen Gruppen. Und wissen Sie was? Wenn Sie einmal mit den Leuten reden würden, ich war bei der letzten Lenkungsgruppe dabei, die sagen, die Diskussionen sind sehr konstruktiv und gut. Das ist die Wahrheit. Und, Herr Kollege Rentsch, wenn Sie sich einmal informieren würden, was wirklich in diesen Vorschlägen drinsteht. Sie lesen Überschriften, verzerren die so, dass daraus Schreckgespenster entstehen. Ich habe mir einmal angeschaut, was die verschiedenen Wirtschaftsverbände kommentieren auf dieser Online-Funktion. Die beziehen sich auf ganz, ganz viele Vorschläge sehr positiv. Die machen ergänzende Maßnahmen. Die sagen, bei der einen oder anderen Sache würden Sie gerne sich dann das vorstellen. Die arbeiten konstruktiv mit. Welches Schreckgespenst wollen Sie eigentlich bitte hier stellen? Und Herr Kollege Rentsch, wenn Sie jetzt sagen, Sie wären nicht eingeladen, also ein bisschen mehr Demut, wenn man verpasst, auf eine E-Mail zu antworten im Rahmen der Nachhaltigkeitskonferenz, würde ich schon erwarten. Sie haben diese E-Mail noch einmal zugeleitet bekommen, wo Sie eingeladen waren im Rahmen der Nachhaltigkeitskonferenz.
Herr Kollege Stephan hat sich damals zurückgemeldet. Ich habe mich zurückgemeldet. Wir haben, soweit es uns möglich war, mitgearbeitet. Teilweise haben auch Parallelsitzungen zum Plenum stattgefunden. Jetzt haben Sie noch einmal diese E-Mail bekommen. Da hätten Sie doch sagen können, ja, jetzt will ich mitarbeiten. Und was haben Sie getan? Sie melden sich wieder nicht zurück. Herr Rentsch, wenn Sie sich da mit anstrengen wollen, der Herr Kollege Stephan stellt immer wieder kritische Fragen, auch bezüglich Wirtschaft, dann gehen Sie doch in dieses Gremium und beteiligen Sie sich, statt sich ständig zu beschweren hier. Und Herr Kollege Rentsch, wenn es Ihnen wirklich um die Wirtschaft gehen würde, dann hätten Sie doch einmal eigene Vorschläge. Was ist eigentlich Ihr Vorschlag von den Kollegen der FDP zur Versöhnung von Ökonomie und Ökologie? Was ist eigentlich Ihr Vorschlag, Herr Kollege Rentsch, zur Verbindung von Klimaschutz und wirtschaftlichem Erfolg? Ich kenne von der FDP beim Thema Klimaschutz nur immer, gegen was Sie sind. Sie sind gegen Windenergie, Sie sind gegen das EEG, zu viel Energieeffizienz in Wohnungen ist auch schlecht. Sie finden das Recht auf Rasen um einiges wichtiger, als dass man den Ausbau des ÖPNV voranbringt. Fahrräder finden Sie peinlich, haben Sie in mehreren Plenardebatten schon gesagt. Und Ökologie bei der Landwirtschaft, sehen wir nachher noch, ist Nebensache. Also, ich weiß, gegen was Sie sind. Für was sind Sie eigentlich beim Thema Klimaschutz, Herr Kollege Rentsch? Und wissen Sie, wir in der Koalition, wir ringen um Lösungen. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass bei dem Thema Ökologie und Ökonomie wir durchaus auch einmal intensiver ringen. Aber ich bin mir sicher, dass wir am Ende mit diesen 300 Seiten Klimaschutzplan und diesen verschiedenen Vorschlägen, dass wir am Ende gute Lösungen gemeinsam entwickeln, weil es uns darum geht, dass wir ringen um die Lösung von Ökonomie und Ökologie. Das ist der Unterschied zu Ihnen. Und Herr Kollege Rentsch, ich glaube auch, dass sich das lohnt. Wir haben eine Umfrage, eine repräsentative vom Wirtschaftsministerium aus dem letzten Jahr. Da geben 89% aller Menschen in Hessen, 89% an, ihnen ist die Energiewende wichtig oder sehr wichtig. Und ich finde, diese Menschen haben ein Recht auf gute Lösungen. Und wenn man fragt, wem die Energiewende nicht wichtig ist, dann sind das 2% aller Menschen in Hessen. Die brauchen dann auch keine Lösung. Und meine liebe Kollegen der FDP, wenn es Ihnen reicht, Protestpartei für eine ganz kleine Minderheit zu spielen, dann machen Sie gerne so weiter, dann machen Sie weiterhin solche überzogenen Aktuellen Stunden. Uns reicht das nicht. Wir wollen echte Lösungen, weil die erwarten diese Menschen zu Recht von uns. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Das Wort hat der Abg. Timon Gremmels, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie uns doch in die Debatte zunächst einmal mit ein paar Fakten eingehen. Am 12. Juli dieses Jahres, also vor zwei Tagen, hat die Munich Re, das ist der große Rückversicherer, eine Jahresbilanz, Halbjahresbilanz für das Jahr 2016 vorgelegt. Und Sie haben deutlich herausgearbeitet, dass die Zahl der klimabedingten Unwetterkatastrophen in diesem Jahr deutlich zugenommen hat in Europa. Deutlich zugenommen. Der Gesamtschaden durch Unwetter in Europa im Mai und Juni betrug 6,1 Milliarden Euro. Und wissenschaftliche Studien, auf die sich Munich Re bezieht, haben ergeben, dass die starken Niederschläge in einzelnen Regionen Europas in den vergangenen Jahrzehnten häufiger geworden sind. So nahmen von 1951 bis 2010 starke Niederschläge im Frühjahr, die früher rechnerisch alle 20 Jahre entstanden sind, bereits um den Faktor 1,7 zu. Daran hat der Klimawandel seinen Anteil, so Munich Re. Das ist der Rückversicherer der Versicherungswirtschaft, einer Branche, die eher der FDP nahesteht als uns. Und die sagen, Klimaschutz ist ein Wirtschaftsfaktor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da bitte ich Sie, Herr Kollege Rentsch und die FDP, ich bin ja immer gerne dabei, auch die GRÜNEN und die Landesregierung zu kritisieren, wenn es um die Sache geht. Aber hier müssen wir einmal schauen, lassen Sie uns doch gemeinsam die Chance sehen, die der Klimaschutz auch für die Wirtschaft bietet. Ich war mit dem Kollegen Schäfer-Gümbel jetzt 5 Tage in China. Wir waren in Peking, wir waren in Shanghai und haben dort auch mit der Industrie gesprochen. Und wissen Sie, was in den großen Städten in China gerade das Hauptthema ist? Der Klimaschutz.
weil sie wollen saubere Luft. Das ist, und sie fragen uns bei den Gesprächen, habt ihr da deutsche Produkte, habt ihr Umwelttechnologie, habt ihr wirtschaftliche in diesem Bereich etwas zu bieten? Da sind wir daran interessiert. Deswegen lassen Sie uns doch nicht Ökologie und Ökonomie gegeneinander ausspielen, sondern unsere hessische Wirtschaft fit machen, damit wir in diesem Bereich auch profitieren können, meine sehr verehrten Damen und Herren. So muss es doch gehen, und deswegen möchte ich das an dieser Stelle voranschicken. So müssen wir doch Wirtschaft definieren, so müssen wir doch Wirtschaft sehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir sozusagen, wie das die FDP scheinbar will, alles so bleiben soll, wie es ist, dann ist die Gefahr groß, dass uns andere Länder, andere Wirtschaften irgendwann überholen. Und das wollen wir doch gemeinsam nicht. Natürlich ist es eine Herausforderung, auch hier in unserem Bundesland, auch in Hessen, Ökologie und Ökonomie sozusagen in Einklang zu bringen. Das ist nicht immer leicht. Da gibt es auch sicherlich nicht immer eine Blaupause für. Aber den Weg müssen wir doch gehen. Zu dem Prozess, den Herr Kollege Rentsch völlig zu Recht kritisiert hat, wie hier in Hessen der Klimaschutzplan entsteht, möchte ich für die SPD-Fraktion eines sagen. Wir sind es leid, in x-tausend Gremien und Kreisen und Konferenzen und Gipfel und Zipfel und Tischen miteinander zu reden. Die wichtigen Debatten gehören in das Parlament, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich, Herr Al-Wazir, Sie müssen da gar nicht von der Regierungsbank laut lachen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, gehen Sie nach hier vorne. Sie können das als Minister jederzeit. Ich finde, es gehört sich nicht. Ich sage ganz deutlich, wir müssen die Debatten hier im Landtag führen, als gewähltes Parlament. Und da bringen wir uns da ein. Und ich habe mir das einmal angeguckt. Sie haben ja auf die Anfrage vom Herrn Kollegen Rock am Dienstag hier ja groß verkündet, Frau Hinz, 152 Maßnahmen, 936 Kommentare, ein großer Erfolg für die Beteiligung im Internet. Dann reden Sie doch einmal mit den Unternehmen. Die wurden ja quasi genötigt, nicht in der normalen Regierungsanhörung sich zu beteiligen, sondern ihre Kommentare im Internet abzugeben. Und wenn Sie dann einmal umrechnen, dass eine Stellungnahme eines großen Verbandes sozusagen auf jede einzelne Maßnahme umgerechnet wurde und sozusagen aus einer Stellungnahme dann, weil sie auf jede Maßnahme umgerechnet wurde, 10 Stellungnahmen rechnerisch umgesetzt worden sind, so kommt man dann auf die 936 Kommentare. Ja, das ist von der PR, man kann das so machen. Das ist völlig okay. Hätten wir vielleicht eh nicht gemacht, aber dann muss man doch wenigstens das auch. Ja, es gehört auch zum Spiel dazu. Ja, aber es ist doch deutlich, dass es eine Pseudobeteiligung ist, die hier gemacht wird. Das kann man machen. Wir als SPD werden das bewerten, wenn die Landesregierung zu einer einvernehmlichen Meinung gekommen ist, wenn sie nämlich hier ihr Klimaschutzplan Ende des Jahres vorlegt, wenn nicht nur grüne Wünschträume dabei sind, sondern auch schauen, was sie gegenüber ihrem Koalitionspartner CDU durchsetzen kann. Und da sind wir mal gespannt. Da sind wir mal gespannt. Oder was die CDU sozusagen Frau Hinz abbringen kann. Deswegen werden wir das, was in dem hessischen Klimaschutzplan steht, dann bewerten, wenn es hier dem Parlament vorliegt. Und dann werden wir auch eine ordentliche Anhörung einfordern. Und dann werden wir auch die Fragen der Kollege Rentsch und der Kollege Rock hier zu Recht gestellt haben, auch zum Thema machen, weil es gehören solche wichtigen Diskussionen für die Zukunft unseres Landes, gehören in das Parlament und sonst nirgendwohin, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne, Glück auf für Hessen. Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Ihrem Koalitionsvertrag hat die Hessische Landesregierung ein Treibhausgasreduktionsziel von 40% bis 2030 festgelegt. Eine Vorgabe, von der von Anfang an klar war, dass sie nicht ausreichen würde, das 2-Grad-Ziel zu halten. Das haben wir hier bereits mehrfach scharf kritisiert. Nach einer Vorstudie vom Februar dieses Jahres, die das Umweltministerium zur Erarbeitung des Hessischen Klimaschutzplans in Auftrag gegeben hat, muss die Minderung des Treibhausgases in Hessen im Vergleich zu 1990 um 30% bis 2020 und weitere 10% bis 2025 betragen. So könnte im Jahr 2050 die Klimaneutralität annähernd erreicht werden. Diese Zwischenziele hat die Umweltministerin inzwischen übernommen. Es bleibt aber völlig unklar, wie die Landesregierung von 2025 bis 2050, aber dann sind es ja vielleicht auch andere Regierungen, aber man muss daran arbeiten, also in nur 25 Jahren die zur Klimaneutralität fehlenden, na, ich bestimmt nicht mehr, die zur Neutralität fehlenden 60% der Treibhausgasemissionen reduzieren will. Die Zwischenziele der Landesregierung sind zum wiederholten Male nicht realistisch.
Sie machen den Menschen etwas vor und scheuen konkrete und zum Teil sicher auch ordnungspolitische Maßnahmen. Als Politikerinnen müssen wir aber mit Weitblick handeln, den Menschen die Wahrheit sagen und der Wirtschaft klare Rahmenbedingungen setzen. Oder aber wir verabschieden uns von dem großen Ziel, die globale Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Und das scheint gerade auf Bundesebene zu passieren, vorangetrieben von Union und SPD. Kaum wurde das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet, verlässt die Große Koalition in Berlin den Korridor für das 1,5-Grad-Ziel. Kohleausstieg nach hinten verschoben, Ausbau der erneuerbaren Energien mit EEG ausgebremst, das klimaschädliche Fracking nicht verboten. Das sind die Eckdaten des Klimaschutzes der Großen Koalition. Diese Politik holt uns ein. Bis zum Jahre 2050 erwarten Wissenschaftler eine klimabedingte Völkerwanderung von zwischen 50 und 350 Millionen Menschen plus einem großen Potenzial von Armutsmigranten. Weltweit müsse man von bis zu 400 Millionen Menschen ausgehen. Unsere Gesellschaft und ihre Politiker haben sich im vergangenen Jahr mit einer weitaus kleineren Zahl von flüchtenden Menschen schon sehr, sehr schwer getan. Und jetzt beschreiten Union und SPD einen Weg, der garantiert Wassermangel, Hungersnot und gewaltsame Auseinandersetzungen um immer knapper werdende Ressourcen vergrößert. Der Klimawandel verstärkt diese Fluchtursachen. Alleine vor diesem Hintergrund sind die Entscheidungen der Großen Koalition unfassbar. Nicht neu, aber ebenfalls total neben der Spur ist das populistische Agieren der FDP in diesem Haus. Die FDP spielt mit verführerischer Absicht mit den Ängsten der Menschen. Sie versucht, Menschen damit zu fangen, dass deutliche Anstrengungen für den Klimaschutz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dramatisch verschlechtern, die Hessinnen und Hessen in den sozialen Abstieg führen würden. Und das ist nicht nur falsch und fahrlässig. Die FDP zündelt, und das ist gemeingefährlich. Sie haben keine Lösung, keine einzige, aber warnen vor dem Klimaschutzplan oder einem Umerziehungsstaat. Das ist blanker Populismus. Lassen Sie das doch bleiben. Wenn wir es nicht angehen, kriegen wir die größeren Probleme. Und zwar auch die von Ihnen vertretene Wirtschaft kriegt dann die deutlich größeren Probleme. Ich kann nicht sagen, welche Form der Regulation der Wirtschaft die beste für den Klimaschutz ist. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass der neoliberale Kapitalismus mit weiterer Deregulierung der Märkte, CETA, TTIP, wie FDP und CDU, aber auch große Teile von SPD und GRÜNEN es immer noch wollen, deutlichen Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Kritik am Kapitalismus darf nicht tabuisiert werden. Da waren wir nach der großen Finanzkrise 2008 schon einmal weiter. Kapitalismuskritik ist in dieser Situation Pflicht, meine Damen und Herren. Wir müssen unsere Warenproduktion, Konsum, Mobilitätsgewohnheiten infrage stellen und nach neuen Lösungen suchen. Beispielsweise können wir darüber nachdenken, wie wir den ÖPNV als Bürgerticket zum Nulltarif bringen. Das sind Wege oder Verlagerung der Kurzstreckenflüge von Frankfurt auf den Zugverkehr. Das alles kann man angehen. Die Hessische Landesregierung sammelt aber lieber Klagen gegen Luftverschmutzung, als die Probleme wirklich anzugehen. Klimaschutz erfordert für fast alle Wirtschaftssektoren große Investitionen. Ausbau des ÖPNV, Förderung der erneuerbaren Energien, Aufbau von Energiespeichern, Umbau von Netzen, Investitionen, energetische Sanierung von Gebäuden usw. Wenn man das gut macht, dann ist das ein riesiges Konjunkturprogramm, und das sollte auch die FDP erkennen. Es schafft zukunftssichere Arbeitsplätze, eröffnet soziale Spielräume und hat eine Vorbildfunktion für andere Länder. Wenn man es schlecht macht, wirkt man den Ausbau der erneuerbaren Energien ab, treibt die deutsche Solarindustrie in die Pleite, wie wir da schon auf dem Weg sind, vernichtet Arbeitsplätze und vervielfacht die Altlasten der fossilen Energieträger und die Folgekosten des Klimawandels. Die Entscheidungen der Großen Koalition zum EEG, die Verhinderung eines schnellen Kohleausstiegs, der autobahnlastigen Bundesverkehrswegeplanung und die Schleifung des Klimaschutzkonzeptes sind rückwärtsgewandt. Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich. Jedes weitere Jahr mit dieser Politik erhöht die volkswirtschaftlichen Kosten und vergrößert Risikopotenziale für alle Menschen. Deshalb muss sie so schnell wie möglich gestoppt werden. Und das gelingt, glaube ich, besser ohne die FDP.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Peter Stephan, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde der FDP kann uns nur verwundern, nicht nur, weil wir schon vor 8 Wochen einmal über das Thema gesprochen haben. Nein, Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hätte ich erwartet, dass die FDP sich heute gegen die Angriffe auf unseren Flughafen Frankfurt, den Jobmotor in unserer Region, das Tor zur Welt der Region und den größten Arbeitgeber in Hessen zur Wehr setzen würde, zum Beispiel mit dem Titel Hessen hält die Unterstützung der Fluglärmgegner und Flughafengegner durch den Pfälzer Wirtschaftsminister für eine Unterminierung und unverzeihlichen Angriff auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Region. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum sage ich das? In der Rhein-Main-Presse vom 4.7.2016 ist Folgendes zu lesen. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. Während die FDP hierzulande in Hessen nicht müde wird, die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens zu betonen und vor einer Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit zu warnen, hat Wissing, in Klammer, das ist der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, FDP, sich zur Speerspitze der Flughafenkritiker aufgeschwungen. Und weiter schreibt das Blatt, dass nicht einmal der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir eine solche Aussage treffen würde. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über wirtschaftliche Rahmenbedingungen hier in Hessen sprechen, dann müssen wir auch darüber reden. Und wenn Herr Wissing ein grüner Minister gewesen wäre, was glauben Sie, was hier heute los gewesen wäre in diesem Parlament? Kolleginnen und Kollegen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen in diesem Land muss man auch ganz konkret und tagtäglich hier beachten. Aber ich kann die FDP und darf die FDP heute auch loben. Im letzten Antrag der FDP zum Thema Klimaschutz war noch von einem Umerziehungsstaat die Rede, der nach Auffassung der FDP in Hessen eingeführt worden wäre mit dem Klimaschutzplan. Kolleginnen und Kollegen, heute spricht die FDP nur noch von einer Klimaplanwirtschaft, nicht mal von einer allgemeinen Planwirtschaft. Also 2 Monate Zeit, immerhin eine gewisse Erkenntnis. Klimaschutz ist kein Umerziehungsstaat und Klimaschutz ist keine Planwirtschaft, sondern Klimaschutz, und das muss ich jetzt einfach unterstellen, ist einfach eine notwendige Sache bei uns. Zur Wiederholung, es gibt eine Vereinbarung. Kolleginnen und Kollegen, es gibt eine Vereinbarung über die Erarbeitung des Klimaschutzplans mit Beteiligung von Bürgern, von Interessengruppen. Das halte ich für richtig, das halte ich für wichtig. Und es ist natürlich klar, dass nicht jeder, der sich dort beteiligt, genau die Meinung hat, die die FDP hat. Das wäre ja auch ein Wunder bei der Größe der FDP draußen in der Bevölkerung und der Rückhalt der Maßnahmen, die sie hat. Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns auf den Weg gemacht. 356 Seiten dieses Klimaschutzplans sind verfügbar im Internet. Da kann man drüber gehen. Und Kolleginnen und Kollegen, selbst wenn man nur oberflächlich mal dort liest, die meisten der Maßnahmen, die besprochen werden, die dort drin sind, das sind Maßnahmen, wo es um die Frage Akzeptanz geht. Wie gelingt es uns, dass wir die Menschen dazu bringen, dass sie auch ihren Beitrag, jede einzelne Organisation zum Klimaschutz mit beiträgt? Kolleginnen und Kollegen, uns von CDU und GRÜNEN ist es gelungen, im Koalitionspapier diese Ökologie und die Ökonomie zusammenzuführen in den Sachthemen. Das ist nicht immer einfach gewesen, das ist auch künftig nicht immer einfach. Aber ich würde auch die FDP mal darum bitten, einfach mal in die Unternehmen hinauszugehen und dort zu schauen, wie man dort beginnt, Klimaschutz, Ökologie, Ökonomie zusammenzuführen. Sie werden heute kein erfolgreiches Unternehmen mehr finden, das ausschließlich die Frage der Profitabilität nach vorne stellt, sondern immer dort gleichzeitig die Frage der Auswirkung der eigenen Entscheidung auf Ökonomie, auf Klima beachtet. Und das sind Werbeargumente von den Argumenten, auch von hessischen Unternehmen. Das ist, glaube ich, das Richtige, was man macht, was die Unternehmen auch machen. Und das unterscheidet eben dieses Unternehmen auch von der FDP, die einmal Hü sagt, einmal nur die Ökologie, einmal Hot sagt, einmal nur die Ökonomie. Ökologie immer dann vorgeschoben. Schauen Sie den Antrag Karin Salz an. Da ist kein einziges Wort drin von Ökologie, den wir heute noch zu behandeln haben. Oder schauen Sie auch einmal in der Frage Windenergie. Da wird der Wald nach vorne geschoben, die Fledermaus und der rote Milan. Da ist überhaupt kein Satz mehr zu hören bei der FDP von der Frage, wie bedeutsam und wichtig die Entwicklung der Windenergie für die Energiewende ist, aber auch für unsere Industrie und für die Menschen, die auch aus den regenerativen Energien heraus ihr Einkommen beziehen. Also,
Die Symbiose beides, der Ökologie, der Ökonomie, sie ist richtig, sie ist wichtig, und wir von der Koalition betreiben sie. Ich bin sicher, wir sind hier auch auf dem absolut richtigen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Peter Stephan. Das Wort hat die Umweltministerin, Frau Staatsministerin Priska Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Rentsch, das war irgendwie ein lauwarmer Aufguss der Aktuellen Stunde von vor 8 Wochen. Ich glaube, es liegt schlicht daran, dass die FDP dauerbeleidigt ist und nicht gemerkt hat in der entscheidenden Sitzung der Nachhaltigkeitskonferenz, dass sie sich hätte melden sollen, um ein solch wichtiges Thema wie die Erarbeitung des Klimaschutzplans mitzumachen. Die SPD ist aber nicht dauerbeleidigt, im Gegensatz zu Ihnen. Das macht vielleicht noch den Unterschied aus. Im Übrigen hat sich die SPD nach der letzten Aktuellen Stunde, wo wir den Austausch über die Einladungen hatten, zurückgemeldet und kriegt alle Protokolle, weil sie personell nicht daran teilnehmen will. Aber sie haben sich aktiv dann auch noch einmal eingemischt und wollen wenigstens wissen, was Sache ist. Auch das unterscheidet sie doch von der FDP. Ich will Ihnen noch einmal etwas zum Verlauf der Erarbeitung des Klimaschutzplans sagen, weil Sie das anscheinend immer noch nicht auf dem Schirm haben. Wir hatten letzte Woche den letzten Steuerungskreis, und die Sitzung war wie immer gut besucht, natürlich auch durch die Vertreterinnen und Vertreter der hessischen Wirtschaft, IHK, VHU, auch die kommunalen Spitzenverbände waren da, natürlich die Umweltverbände, der RMV, die HEAG zum Beispiel. Es gab großes Lob für die Erarbeitung des Klimaschutzplans in dieser großen Beteiligungsform. Und natürlich ist es besser, wenn die Verbände im Vorfeld beteiligt werden und nicht am Ende, wenn die Regierung einen Plan aufgestellt hat und die noch einen Halbsatz dann ändern können, sondern sie waren von Anfang an aktiv dabei. 45 Zielgruppen, spezifische Veranstaltungen gab es seit Februar bis jetzt. Auch das hat großes Lob hervorgerufen. Meine Damen und Herren, die beteiligten Akteure, die sich produktiv einbringen in die Erarbeitung des Klimaschutzplans, sehen durchaus die Chancen für die hessischen Unternehmen, auch in diesem Plan. Denn wir wollen ja wirtschaftliche Anreize setzen, damit sich die Unternehmen auch an den Klimawandel und natürlich die Klimaschutznotwendigkeiten besser anpassen können und damit wettbewerbsfähig bleiben. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und damit stärken wir den Wirtschaftsstandort in Hessen. Und es gibt einen weiteren positiven Aspekt, z.B. den neu entstehenden Markt rund um die erneuerbaren Energien. Das entgeht irgendwie der FDP so völlig anscheinend. In den letzten 15 Jahren ist dieser Markt für Klimaschutzgüter global um 13% gewachsen. Bis zum Jahr 2025 prognostiziert die Beratungsfirma Roland Berger ein durchschnittliches jährliches Wachstum von gut 4% in diesem Bereich. Und natürlich soll die hessische Wirtschaft da partizipieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die hessische Wirtschaft hier gut aufstellen und entsprechend die Leitplanken mit dem Klimaschutzplan dementsprechend auch legen. Und das ist nicht Planwirtschaft, sondern das ist ein wachsender Markt, der allen offen steht, die nicht dem alten Denken verhaftet sind, so wie die FDP hier in diesem Hause. Wir müssen auch noch aus einem anderen Grund handeln. Und das scheint an der FDP auch völlig vorbeigegangen zu sein. Also, Sie müssen sich doch nur die letzten Wochen vor Augen führen, was wir auch hier in Hessen erlebt haben. Und es war nicht so schlimm wie in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, Gott sei Dank, und in Teilen Nordrhein-Westfalens.
mit diesen Wetterextremen. Diese, ja, natürlich. Ich will, ja, also der Herr Gremmels, Timon Gremmels hat Ihnen ja auch schon einen Wert gesagt. Die Rückversicherung Munich Re erklärt, dass die Gesamtzahl der jährlichen wetterbedingten Schadensereignissen zwischen 1980 und 2014 annähernd verdreifacht hat. Das ist ein solcher volkswirtschaftlicher Schaden, der hier entsteht. Das ist Vernichtung von Eigentum, von volkswirtschaftlichem Vermögen. Das kann doch nicht im Sinne einer Wirtschafts-FDP sein, wenn ich Sie noch überhaupt so nennen darf. Also, eigentlich sind Sie ja inzwischen, meine Damen und Herren, jenseits von Gut und Böse. Der Klimaschutzplan ist also keine Planwirtschaft, sondern verantwortungsvolles Regierungshandeln. Und das ist auch kein Kampf zwischen Giganten, zwischen Grünen und CDU in der Regierung, sondern die Regierung hat durchaus noch die Notwendigkeit, gemeinschaftlich zu handeln. Und so wird auch der Klimaschutzplan aufgestellt. Und ich freue mich in dem Sinne auf die Ressortabstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist der Punkt 43 abgehandelt.